Konstantin verdreht die Augen und gibt sich keine Mühe, seine Verachtung zu verbergen. Whether to relive the battles of lore or forge legends of their own. Bedeutende Gestande aus dem ganzen Todesfeuer antworten ihrem Ruf und schwärmen nach Kasuari, entweder um legendäre Kämpfe nachzuerleben oder selbst zu Legenden zu werden. Ihre Mundwinkel ziehen sich zu einem leicht beunruhigten Gesichtsausdruck zusammen. Fahre fort, aber jetzt ist etwas gewaltig schiefgelaufen. Und ich dachte, die Leute würden wegen der Geister kommen, die du nach ihnen schickst. Nur ein Dienst mehr, den die Geister verrichten. Seraphin ist unbeschwert und Xoti ist auch unbeschwert, okay. Seraphin streicht sich durch den Bart, ein leichtes Grinsen im Gesicht. Interessiert hebt Xoti das Kinn. Aber jetzt ist etwas gewaltig schiefgelaufen, ne? Not exactly. Or rather... Nicht ganz, oder... Perhaps. Vielleicht, ja. A few months ago, the music changed. It became discordant to my ears, as if it and the souls no longer sang in harmony. Vor einigen Monaten hat sich die Musik verändert. Sie trifft in meinen Ohren die Melodie nicht mehr, als ob sie und die Seelen nicht mehr im Einklang singen. I think perhaps that it is because of the foreign god stomping across the dead fire. Ich glaube, das könnte daran liegen, dass der fremde Gott durch das Todesfeuer stapft. Naja, Eotas ist fertig damit, durchs Todesfeuer zu stapfen. Er ist jetzt irgendwo in Ondras Mörser. Ja, also hast du nach einem Wächter rufen lassen. Ich dachte, die Geister würden das Lied singen. Wie kann es mit ihnen nicht im Einklang sein? Darin liegt das Mysterium. Warum hat das Song verändert? Was does it herald? Darin zeigt sich das Mysterium. Warum hat sich das Lied verändert? Wovon kündet es? Das I require a watcher. Deshalb benötige ich einen Wächter. More stories get told of the Watcher's abilities than there are islands in the Deadfire to hold them. Es gibt mehr Geschichten über die Fähigkeiten der Wächter als Inseln im Todesfeuer. Those that claim the mantle for themselves almost always prove charlatans or lunatics or both. Diejenigen, die den Mantel für sich selbst beanspruchen, erweisen sich zumeist als Scharlatan oder Wahnsinnige, manchmal beides. But if the tales of communion between watchers and lost souls hold any truth, we might uncover what ails this place. Aber wenn sich die Geschichte über die Kommunikation des Wächters mit den Toten bewahrheitet, finden wir vielleicht heraus, was diesen Ort so belastet. Hat die uneinige Melodie denn bisher zu Problemen geführt? Wo sollte ich deiner Meinung nach anfangen? Du hörst dich selbst wie eine Wahnsinnige an. Nehmen wir mal die 1. Over the centuries of contests here, gallons of blood have been spilled in the arena, but the fights have always been reasonable. Durch die Jahrhunderte des Wettkampfs hinweg wurde hier literweise Blut vergossen, aber die Kämpfe hielten sich stets im Rahmen. Now, however, the faces of the hunt summons great monstrosities to pit against green challengers. Nun aber beschwören die Gesichter der Jagd fürchterliche Monstrositäten, die sie gegen die Herausforderer antreten lassen. Sie runzelt die Stirn. Und ja, sie hat Green Challengers, also eigentlich unerfahrene Herausforderer, gemeint, denke ich mal. Even outside the Crucible, the beasts and kith of Kasuari grow increasingly aggressive. The faces stoke their hostility. Selbst außerhalb des Schmelzsieges werden die Gestande und Bestien von Kasuari zunehmend aggressiv. Die Gesichter stacheln sie an. Sie wirken blutrünstig. Dieser Ort geht es schon immer nach Blutvergießen. Wieso bitte soll dies jetzt etwas anderes sein? I would not expect you to understand, Constantin. You were deaf to Kasuari's song. Von dir würde ich natürlich nicht erwarten, dass du das kapierst, Constantin. Du warst schon immer taub für den Gesang von Kasuari. You must draw the attention of the faces of the hunt in the Crucible. To contend in the Crucible, you must first complete the rite of passage. Du musst im Schmelztiegel die Aufmerksamkeit der Gesichter der Jagd auf dich ziehen. Und um im Schmelztiegel anzutreten, musst du zunächst den Übergangsritus bestehen. Sie spricht in ehrgebietigem Ton zu dir und neigt gleich den Kopf. Was sind die Gesichter der Jagd? Warum hast du einen Geist nach mir geschickt? Was gehört zu diesem Ritual? Was sind die Gesichter? The earthly voices of Tawamawai. They emanate from the statue of him that overlooks the arena.
Die irdischen Stimmen von Tamuvai. Sie gehen von seiner Statue aus, die über der Arena thront. It reflects the three aspects of the sacred hunter. The seeker, the slayer and the survivor. Sie spiegeln die drei Aspekte des heiligen Jägers wider. Den Sucher, den Schlechter und den Überlebenden. Mhm. Warum hast du einen Geist nach mir geschickt? Das wissen wir eigentlich schon. I learned of your abilities in the Crucible. One of N'Gari's agents brought us a remnant of a battle you had with a ship called the Drake. Ich habe von deinen Fähigkeiten im Schmelztiegel erfahren. Einer von N'Gari's Agenten hat uns ein Überbleibsel eines Schiffs gebracht, das du im Kampf versenkt hast. Die Draco. The Faces used that object to manifest an echo of you aboard your ship. You were quite impressive. Mit Hilfe dieses Objekts haben die Gesichter ein Echo deiner selbst an Bord deines Schiffes geschaffen. Du warst ziemlich beeindruckend, okay. Ist ja gar nicht creepy. Gut, was gehört zu diesem Ritual? The Faces of the Hunt provide four trials. The aspirant overcomes them and earns the right to take part in the Crucible. Die Gesichter der Jagd warten mit vier Prüfungen auf dich. Der Anwärter übersteht sie und verdient sich sein Recht darauf, im Schmelztiegel anzutreten. Or they do not. Either way, blood is spilled and the faces are pleased. Oder er tut es nicht. In jedem Fall wird Blut vergossen, die Gesichter werden zufriedengestellt. Was für eine Art von Prüfung? Trials of combat. More than this I cannot say. Only that you will face opponents of spirit. And opponents of flesh. Prüfung des Kampfes. Mehr als das kann ich dir nicht sagen, nur dass du Gegnern im Geist und im Fleisch gegenübertreten wirst. I'll happily lead these spirits into the light. Ich führe diese Seelen gerne zum Licht. Leute sterben für sowas? Ja, meine Gefährten und ich kämpfen als Gruppe. Ich habe nicht vor, mein Leben im Einzelkampf aufs Spiel zu setzen. One-on-one events are rare here. Einzelkämpfe sind hier eine Seltenheit. In the Crucible, we fight as nature intended, in packs, with disparate equipment and little effort spent to ensure fairness. Im Schnellziegel kämpfen wir, wie die Natur es vorherbestimmt hat, in Rudeln mit unterschiedlicher Ausrüstung und mit möglichst wenig Anspruch auf Fairness. Besides, it would be an incomplete trial if we tested only prowess. The leadership and preparedness of our contenders must also be judged. Abgesehen davon wäre die Prüfung nicht vollständig, wenn wir nur das Geschick der Herausforderer auf die Probe stellen würden. Sie müssen außerdem Führungskraft beweisen und sich gründlich vorbereiten. Ja, auf welche Weise bieten die Gesichter diese Prüfungen dar? These walls contain the souls, the memories of the many Kith who have come before. These souls communicate their will through the faces of the hunt. In diesen Mauern wohnen die Seelen, die Erinnerungen der vielen Gestandenen, die vor uns kamen. Diese Seelen drücken ihren Willen durch die Gesichter der Jagd aus. The faces stirs the memories, blending essence to summon spirits or manifest beasts of blood and bone. Das Gesicht wühlt die Erinnerungen auf, verschmilzt Essenz, um Geister zu beschwören oder ruft Bestien aus Blut und Knochen hervor. I don't know about you, but that sounds like chanter business to me. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das hört sich nach einer Aufgabe für einen Sänger an. That all sounds rather circular. Das scheint sich alles im Kreis zu drehen. Manchmal redest du von den Gesichtern, als ob sie eine aus mehreren bestehenden Gruppen wären. Dann widersprichst du davon, als seien sie nur eine einzige Kreatur. Indeed. In der Tat, sie nickt. Tawamawai is one. Tawamawai are three. Tawamawai are scores. Okay. Tawamawai ist eine Kreatur. Tawamawai ist drei Kreaturen. Tawamawai ist unzählige Kreaturen. Und Leute sterben für sowas. Reward balances the risk. The champions of the hunt reap many blessings from the faces. Treasures and mystic abilities alike. Der Lohn gleicht das Risiko aus. Die Meister der Jagd profitieren von den Gaben der Gesichter. Schätze und mystische Fähigkeiten gleichermaßen. For as long as they survive, solange sie überleben, meinst and du? The losers? The beyond holds for them a position most privileged. Ah ja, das weißt du so genau. Und die Verlierer? Das Jenseits hält für sie eine privilegierte Position bereit. Fighting ain't what makes one soul more deserving than another.
Kämpfen ist nicht das, was eine Seele verdient hat, als andere macht. Xoti schüttelt ihren Kopf, ihre Lippen sind fest zusammengepresst. Dann fangen wir mal an. Konstantin den Schultern sacken herab und ihm entringt sich ein tiefes, erschöpftes Seufzen. The peer into its waters, when you are ready. Entschuldigung, das wollte ich nicht überspringen. Also sie hat noch gesagt, das Becken der Erinnerung wird die Herausforderung festsetzen, die auf dich warten. Ihre Hand gleitet über den Rand des Beckens vor schimmerndem Wasser. Blick in seine Wasser, wenn du bereit bist. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier drüben im Gasthaus schlafen dürfen. Weil hier dürfen wir schon mal nicht rausgehen, aber ich habe so die Vermutung, dass wir hier dann später rauskommen werden. So, können wir jetzt hier schlafen? Eine Zwergin sitzt hinter einem niedrigen Tisch. Die Fallen um ihre Augen und ihren Mund verraten ihr ehrwürdiges Alter. Tiefschwarze Locken mit feinen grauen Strähnen fallen über ihre Schultern. Sie betrachtet dich mit zusammengekniffenen Augen. Hello, traveler. We reserve these modest quarters for those challenging the right of passage or contending in the crucible. Also Reisender, wir reservieren dieses bescheidene Quartier für diejenigen, die das Übergangsritual herausfordern oder im Schmelztiegel antreten. Sie deutet auf einen muffigen Raum voller hoher Stockbetten durch die Türe zu ihrer Linken. Tele Umare told me that you are to be extended our hospitality. For the moment. Tele Umare sagt mir, dass wir dir unsere Gastfreundschaft anbieten sollen, wenigstens für den Augenblick. Das hier soll ein Gasthaus sein? She's doing the best with what she's got to work with. Have some class. Sei doch nicht so, sie gibt ihr Bestes mit dem, was sie hat. Zeig doch mal etwas Klasse. Our beds are simple, but we offer a variety of training spaces in which to hone your skills. Spaces unavailable to mere spectators. Unsere Betten sind schlicht, aber wir bieten verschiedene Trainingsräume, in denen du dein Können verbessern kannst. Diese Räume bleiben den Zuschauern verwehrt. Lass mal sehen, was du hast. Of course. Let me show you around the grounds. Natürlich, ich zeig dir das Gelände. Sie steht auf und schiebt ihren Stuhl in die Ecke. Ja, die Anhöhen. Hier könnte ich Abenteuer anwerben, wie immer. Neuverteilungen machen. Und die Gruppe umstrukturieren. Aber nee, ich bleib mal mit Konstantin. Dann schlafen wir also. Ado, Challenger, what can I interest you in? Of course. Ja, okay, ich kann nur da drin schlafen irgendwie. Die haben nur Zeug, glaube ich, zu verkaufen. Ja, das kenne ich, glaube ich, schon. Alles, was die hier hat. Oh, nebenbei, ich sollte ja für den einen den Gürtel anziehen. Oder trage ich den schon zufällig? Der fällt hier drunter, nicht wahr? Ja, Muatus Kopf. Ernsthaft, den Gürtel? Wem habe ich den gegeben? Habe ich den überhaupt jemandem gegeben? Das warst du hier, gell, mit dem Gürtel. Welcome back. What might I do for you? Willkommen zurück. Was kann ich für dich tun? Der Alchemist legt seine Geräte weg. Eigentlich wollte ich mir deine Tränke näher ansehen. Of course. See if anything strikes your fancy. Natürlich, sehen wir mal, ob dir hier was gefällt. Ja gut, der hat nur standardmäßige Tränke. Nichts, was mir wirklich hilft. Welcome back. What might I do for you? Willkommen zurück, was kann ich für dich tun? Der Alchemist legt sein Gerät weg. Ich habe den Schmelztiegel begonnen. Ich werde deinen Spezialgürtel tragen. Fantastic.
Fantastisch, er überreicht dir den Gürtel. Er ist fertig. Trage ihn einfach während des Kampfes und bring ihn zurück, sobald er voll geladen ist. Ja, eine neue Quest. Tränke des Überflusses. Naele, der Trankverkäufer der Arena, arbeitet an einem Projekt in Bezug auf Kasuvaris. Im Überfluss vorhandene Sehnessenz. Er sicherte sich meine Hilfe als Forschungsassistent und Probensammler. Niale möchte, dass ich einen besonderen Gürtel in Kämpfen im Schmelztiegel trage. Mit dieser Vorrichtung kann ich Proben der Sehnessenz in der Umgebung sammeln. Niale schenkte mir diesen einzigartigen Gürtel zuversichtlich, dass ich sein Vertrauen nicht missbrauchen würde. Niale erwähnte, dass der Gürtel instabil sein, möglicherweise Energie ausstoßen kann, wenn der Träger schwer getroffen oder niedergeschlagen wird.